Das ist der zweite Teil des Videos über Hypothesen, Theorien und wie Wissenschaften funktionieren. Eine kurze Kurzzusammenfassung des ersten Teils könnte so lauten. Eine Hypothese ist bloß einmal eine Vermutung. Damit sie zu einer Theorie wird, muss sie durch sorgfältige Experimente überprüft werden. Psst, die legendäre Strengtheorie ist eigentlich gar keine Theorie, sondern eine Hypothese, weil sie bislang durch keinerlei Experimente überprüft worden ist. Aber Strenghypothese klingt natürlich nicht so gut. Und dann sollte natürlich auch noch einmal erwähnt werden, dass Experimente Hypothesen nur belegen und widerlegen, aber niemals beweisen können. Diese Argumentation geht im Wesentlichen auf den in Österreich geborenen Philosophen Sir Karl Popper zurück. Und er hat auch noch etwas anderes festgehalten. Eine Hypothese ist nur dann sinnvoll, wenn sie sich experimentell überprüfen und somit auch widerlegen, also falsifizieren lässt. Ich behaupte jetzt mal, dass sich hier neben mir ein rosa Elefant befindet. Weil er sich aber, sagen wir mal, in der siebten Dimension aufhält, kann ich ihn weder sehen, noch angreifen, noch hören. Ich kann ihn überhaupt durch kein einziges Experiment belegen. Ist meine Hypothese sinnvoll? Nein, natürlich nicht. Ich kann zwar fest an die Existenz dieses rosa Elefanten glauben, weil ich meine Hypothese aber durch kein Experiment belegen kann, ist sie wissenschaftlich gesehen vollkommen wertlos. Auf der anderen Seite sind allgemeine und spezielle Relativitätstheorie von Albert Einstein super tolle Theorien. Warum? Sie machen einerseits zwar sehr kuriose, andererseits aber auch extrem exakte Vorhersagen, die man leicht falsifizieren könnte, wenn sie falsch werden. Zum Beispiel gehen Uhren laut Relativitätstheorie in der Nähe von großen Massen und bei hohen Geschwindigkeiten langsamer. Beide Effekte konnte man mit Atomuhren im Experiment super genau belegen. Übrigens, beim GPS muss man diese relativistischen Zeitveränderungen berücksichtigen. Also, nur überprüfbare und somit falsifizierbare Hypothesen sind wissenschaftlich sinnvoll. Alles andere fällt in den Bereich der Pseudowissenschaften und Esoterik. Kann man nun also zu 100% sicher sein, dass eine Theorie richtig ist? Leider nein. Ich kann ja immer nur eine endliche Anzahl von Experimenten durchführen. Und dann muss ich verallgemeinern und sagen, es ist immer so. Und in dieser Verallgemeinerung, die man im Übrigen Induktion nennt, liegt immer ein gewisses Restrisiko. Deshalb kann es hin und wieder vorkommen, dass man auf Messergebnisse stößt, die der bisherigen Theorie widersprechen. Wenn es sich um eine etablierte Theorie handelt, die vorher schon oftmals bestätigt wurde, dann muss man sie in der Regel nicht komplett verwerfen, sondern kann sie zum Beispiel modifizieren, wie das beim Atommodell mehrmals passiert ist. Manchmal kann man auch einen Rahmen abstecken, innerhalb dessen die alte Theorie gültig ist. Zum Beispiel kann man die Bewegung von Tennisbällen, Rennautos oder Raketen bestens mit den guten alten Newtonschen Gesetzen berechnen. Wenn es aber um hohe Geschwindigkeiten oder große Massen geht, dann muss man auf spezielle und allgemeine Relativitätstheorie zurückgreifen. Noch ein Schlussgedanke. Bei der Induktion schließt man ja von "es war bei vielen Experimenten so" auf "es ist immer so". Man schließt also vom Speziellen aufs Allgemeine. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg. Wenn man eine fertige Theorie hat, dann kann man vom Allgemeinen aufs Spezielle schließen. Man nennt diesen umgekehrten Weg Deduktion. Zum Beispiel konnte Newton die Spezialfälle freier Fall eines Apfels und Satellitenbahnen mit Hilfe seiner eigenen allgemeinen mechanischen Gesetze ableiten. Und aus der allgemeinen Relativitätstheorie kann man zum Beispiel die Spezialfälle schwarze Löcher und Gravitationswellen ableiten. In großen, mächtigen Theorien stecken oft viele deduktive Überraschungspakete.